Herzlich willkommen und hallo bei Nerd, einer der Dope Show. Dieses Buch war in den 80ern für mich sowas wie eine Bibel. Das heißt Bittere Pillen, Nutzen und Risiken der Arzneimittel. Auf der Rückseite steht: Jeder Bürger im deutschsprachigen Raum schluckt im Laufe seines Lebens durchschnittlich 30.000 Mal ein Medikament. Was er da einnimmt, weiß er oft nicht. Die Beipackzettel sind vielfach unverständlich, manchmal werden wichtige Informationen vergessen. Die 2.300 meistverwendeten Arzneimittel in der Bundesrepublik und in Österreich, das sind 80% aller Medikamente, wurden in diesem Buch erfasst. Die Auswertung industrieinterner Daten machte das erstmals möglich. In Zusammenarbeit mit der international anerkannten Pharmakologen wurden die Arzneimittel wissenschaftlich bewertet. Die Ergebnisse sind alarmierend. Bei 60% aller Präparate musste die Empfehlung abzuraten oder wenig zweckmäßig gegeben werden. Ihre Wirkung ist zweifelhaft oder die Risiken von Gesundheitsschäden sind zu groß. Oft rufen Medikamente genau das hervor, wogegen sie wirken sollen. Viele können zur Sucht führen oder haben Nebenwirkungen, die in keinem Verhältnis zu den eigentlichen Krankheitssymptomen stehen. Manche Hersteller empfehlen ihre Medikamente für Krankheiten, bei denen die Wirkung unbewiesen ist. Diese Fälle werden genannt. Nur jedes fünfte Medikament konnte als therapeutisch zweckmäßig eingestuft werden. Jetzt frage ich euch Leute, wenn man das alles so hört, jedes fünfte nur, und dass bei manchen das noch nicht einmal nachgewiesen ist. Warum machen die bei Cannabis so ein Drama? Ja? Das ist bei denen auch doch für viele Sachen gar nicht nachgewiesen. Aber da zahlen es die Kassen einfach so. Ich habe mir das Buch allerdings damals aus einem anderen Grund geholt. Ja? Aus diesem Können zur Sucht führen. Das hat mich interessiert. Ich habe alle möglichen Sachen durchprobiert gehabt und ich dachte mir, hey, Medikamente haben ja halt auch sowas und die sind nicht illegal, da könnte ich mir ja die Repression ersparen. Und ich kannte ja aus dem Grund, weil da einer Captagon verkauft hat und Valium und Flunitrazepam, wusste ich schon, dass das eine ganz schön heftige Wirkung haben kann. Und als ich dann in einer pharmazeutischen Großhandlung angefangen habe zu arbeiten im Lager, war das für mich natürlich ein Paradies in meinen Augen. Also aus der damaligen Sicht heraus natürlich, weil ich war ja nur gierig drauf, da irgendwelche Sachen rauszuholen. Und das Buch hat mir dabei natürlich geholfen. Ich habe danach geguckt, was haben da Nebenwirkungen, wo steht überall, man darf keine Maschinen bedienen. Die machen auf alle Fälle komischen Kopf. Dann gab es ein paar Leute, die wollten Steroide haben, als sie Bodybuilding gemacht haben, habe ich auch gesagt. Also ich war halt tatsächlich so, dass dieser Großhändler für mich ein Paradies war in dem Sinn, weil er da Wirkstoffe hatte, die alle nicht unter dem Betäubungsmittelgesetz standen, aber trotzdem sehr ähnliche Wirkung hatten. Die Hausfrauen, die da kommissioniert haben, sind einige voll auf Valium gewesen. Ja. Und dann habe ich mal eine probiert und es hat sich angefühlt wie ein kleiner Joint, aber nur beim Anfang. Ja. Bis ich geschaut habe, war ich körperlich abhängig von dem Mist. Das macht körperlich abhängig und zwar richtig krass. Dieses schöne Gefühl, was du da hast, und ich traue mal alles, kann ins Gegenteil umschlagen. Dann hast du Zuckungen in den Beinen und epileptische Anfälle, wenn es schlecht läuft, und du hast extreme Angst. Wer will denn sowas? Hey, aber das wird halt einfach für, was hat denn so eine Schachtel kostet? 2,50 Euro und verkauft hast einen Streifen für 10. Das war natürlich eine geile Gewinnspanne. Also irgendwie ist das halt. Ja, auch nichts anderes wie ein Drogenhandel in meinen Augen. Nur ist der Dealer in Weiß und dahinter der fette Konzern, der die Kohle abzieht. Das hier sind industrielle Drogen, teilweise. Nicht alles. Manche Sachen verursachen einfach nur Krankheiten, indem sie halt die Nebenwirkungen haben, dass sie die Leber schädigen, die Niere schädigen oder sowas. Und zwar ganz schön massiv einige, nicht alle. Und dann kommt auch noch der Witz mit dem Polamidon daher, dass man etwas gibt, was viel abhängiger macht als Heroin. Es hat zwar nicht diese euphorisierende Wirkung, aber die körperlichen Entzugserscheinungen sind stärker und dauern viel länger. Das ist total unfair, das ist eine richtige Falle. Da werden Junkies in die Falle gelockt. In die Pharmafalle, sage ich dazu.
weil das Geld, was der da jetzt verbraucht, das landet natürlich jetzt nicht mehr in irgendwelchen schwarzen Kanälen, sondern das wird halt dort von der Krankenkasse übernommen und landet halt in der Pharmazie. Und der Steuerzahler zahlt es manchmal, nicht immer, aber manchmal. Ich bin absolut gegen dieses Polarmeter und Methadongedöns, gell. Es sei denn, einer will es wirklich unbedingt so haben, dass er nur noch entzugsfrei ist und nichts mehr im Kopf spürt. Warum haben denn so viele den Beikonsum? Wieso saufen noch einen Haufen nebenbei oder neben Koks? Weil sie ja trotzdem noch irgendwo süchtig sind und was im Kopf brauchen. Und dieses nicht verstehen wollen ist halt schuld dran, dass für viele Menschen das Leben ein Leidleben ist. Die leiden nur. Das ganze Leben ist ein Leiden für die, wenn sie da nicht rauskommen aus diesem Drama. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Weißt du? Ja, Leute, ich kann es euch wie gesagt nur empfehlen, kauft euch mal bittere Pillen. Aber eine aktuellere Version, die hier ist ja aus den 80er Jahren. Ich denke mal, wenn es das noch gibt, ist es sehr viel dicker. Und da stehen halt dann Sachen drin. Moment, ich lese euch einfach mal eins vor. Gehen wir mal in die Schmerzabteilung, weil ich Schmerzpatient bin. So, hier. Da gab es etwas, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, das heißt Migrexa. Das waren Trachees, da waren Ercotamin-Tartrat, Pangamsäure, Natriumsalz, Koffein und Phenobarbital drin. Wichtigste Nebenwirkungen: Durchblutungsstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Abhängigkeit. Migränemittel ist das. Dahinter steht bei der Empfehlung abzuraten, nicht sinnvolle Kombination. Enthält unter anderem sehr lange wirksames Beruhigungsmittel, Phenobarbital. Also es gibt welche, die Barbiturate nehmen, so nennt man diese Mittel, die davon auch abhängig sind. Da gibt es auch eine Szene. Es gibt ganz viele Medikamentenszenen, Tablettenszenen, Leute, die das illegal erwerben, irgendwo herbekommen und dann halt einnehmen. Und sich selbst therapieren, da gibt es ganzen Haufen. Und leider gibt es ganz viele Medikamente, die nicht das machen, was draufsteht, sondern eben das Gegenteil, wie es da hinten drauf stand auf dem Buch. Deswegen neige ich eigentlich eher dazu, keine Tabletten zu nehmen. Die Tilidin nehme ich auch nur, weil es nicht anders geht. Ja. Und da steht auch drin, in diesem Buch, dass leider der Nutzen bei dem Tilidin zweifelhaft ist. Ich kann sagen, die Retardierenden sind nicht zweifelhaft, die sind richtig gut. Langanhaltend. Diese Tropfen und die kurzanhaltenden verstehe ich nicht wirklich, wieso man das auf den Markt schmeißt. Da gibt es ganz andere Sachen, die genauso wirken und besser. Peace out.